Hi, hier ist der Frank von foodblog-hamburg.de. Wir wollen mal wieder was kochen und zwar wollen wir gefüllte Paprikas machen. Jetzt sagen bestimmt der eine oder andere, das habt ihr ja schon mal gemacht. Stimmt, haben wir schon mal gemacht. Wir wollen aber diesmal eine vegane Variante machen. Und zwar tun wir uns da dieses Mal als Füllung unter anderem Bulgur mit hinein. Ich suche mir mal jetzt meinen Kram zusammen und ihr guckt unseren Trailer. So, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was zusammengesucht und ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Hier habe ich mir schon mal eine Chili klein geschnitten. Das ist indonesische rote Zwiebel. Die sehen so aus. Wenn ihr die mal irgendwo seht, in einem Supermarkt, in einem asiatischen, nehmt sie euch mit. Ist immer ein bisschen nervig, die hier so ein bisschen zu pulen. Ein bisschen so wie Knoblauch, aber die schmecken sehr, sehr gut. Dann habe ich hier ein bisschen Solo-Knoblauch schon klein gehackt und fertig gemacht. Und hier habe ich rote Zwiebel. Und das Ganze kommt jetzt in die Pfanne und wird kurz angedünstet. So, ich nehme ein Reisöl. Das mache ich mir jetzt mal eben hier heiß in meiner Pfanne. So, das ist schon mal heiß. Dann kommt da schon mal Chili, Zwiebel und Knoblauch rein. Das dünsten wir jetzt uns glasig. Ich habe mir jetzt meinen Bulgur abgemessen und den tue ich jetzt hier mit rein und dünste den auch noch so ein bisschen an. Ich mache mir jetzt mal eben noch eine Gemüsebrühe. Damit gießen wir das gleich auf. Ich habe das jetzt hier schön angeröstet und tue das jetzt hier zu meiner heißen Gemüsebrühe. So, die Masse muss jetzt ungefähr fingerdick mit Wasser bedeckt sein. Unser Bulgur ist jetzt dabei und zieht. Während das zieht, müssen wir jetzt mal eben schnell uns die Minze und die Petersilie klein schneiden. Petersilie und Minze habe ich jetzt mal klein gehackt. Bin auch ein bisschen dumm. Ich hätte die auch schön im Brotprozessor mal eben schnell damit machen können. Die tue ich mir jetzt hier mit hinein. Da kann man schon sehen, das Wasser ist komplett weg. Das ist jetzt schön in unserem Bulgur drin. Und ich tue da jetzt noch zu Kreuzkümmel. Einen halben Teelöffel. Auch übrigens, ich vergesse zu sagen, wir beziehen unsere Gewürze bei gewürzmaster.de. Schaut da mal vorbei. Ist eine tolle Seite. Die haben wirklich klasse Gewürze. Ich stehe ja immer noch auf den Zimt von denen. Der ist ja so genial. Ist ein indonesischer Zimt. Richtig geil. So, ich vermenge das jetzt und dann geht das gleich weiter. Ich tue jetzt hier noch ein bisschen was von meinen passierten Tomaten hinein. So. Auch nochmal schnell mit vermengen. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um den Backofen anzuschmeißen. Ich mache den auf Umluft 200 Grad. Genau, alles ready dafür und dann geht es jetzt weiter. Die Paprikas habe ich jetzt gewaschen und werde die jetzt entdeckeln. Wunderbar. Und dann nehme ich mir jetzt einen Löffel und trenne mit diesem Löffel hier drin die Kerne raus. Einmal hier so reingehen, einmal drumherum und schon ist es weg. Wunderbar. Dann kann man hier noch so ein bisschen Struktur rausnehmen. Dann kriegt man da halt ein bisschen mehr Füllung rein. Das gleiche Spiel machen wir hier jetzt auch nochmal. Ich schneide hier nochmal eben schnell so ein bisschen Frühlingszwiebel runter. Die kommen da gleich noch mit rein. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Feta-Käse besorgt. Der soll damit in meine Masse hinein. Das ist aber nur optional. Also wer die vegane Version macht, macht das bitte ohne den Feta-Käse. Ich habe mir noch mal schnell eine Zitrone halbiert. Da kommt jetzt noch ein bisschen Zitronensaft mit hinein. Und dann tue ich da gleich meine Frühlingszwiebel und
den Käse mit rein. Ich bin jetzt doch nochmal umgezogen, schnell in eine andere Schüssel, damit man das auch anständig vermengen kann. So, jetzt kann man schön sehen, der Käse, die Frühlingszwiebeln, alles ist vorhanden. Ich werde das jetzt mal kurz probieren, wartet mal. Mmh, geil. Und das tun wir uns jetzt gleich schön in unsere Paprika hinein. Und dann können wir das sogar schon in den Backofen tun. Mmh. Alter. Richtig lecker. Das ist unsere Glasauflaufform. Meine Mutter würde jetzt wieder sagen, eine Glasform. Da tue ich halt meine passierten Tomaten hinein. Und dann stelle ich da schon mal eine von meinen Paprikas rein. Ich habe jetzt schon meine zweite Paprika hier aufgefüllt. Schatz, du hast da jetzt gerade mal so eine Portion von mir bekommen, von unserer Füllung. Wie hat es dir denn geschmeckt? Richtig lecker. Wie kommt man von der Säure von, wie heißt denn? Zitrone. Zitrone und dann die Säure von Chili. Einfach perfekt. Die Paprika stehen jetzt in unserer Form. Ich nehme mir die jetzt hier weg und dann kommt die in unseren Backofen. 200 Grad Umluft, circa 25 Minuten. So, 25 Minuten sind um. Ich würde sagen, die sind schon ein bisschen bräunlich geworden, aber sehen richtig klasse aus. Ich tue hier gleich mal einen auf den Teller und dann müssen wir noch schnell mit der Soße ein bisschen was machen. So, nehmen wir mal den ersten hier raus. Schon verkackt, hört man. So ein Scheiß. Den Deckel da wieder drauf. Das verbrennen wir uns mit den Fingern, wenn wir das mit der Hand machen. So, das sieht schon mal toll aus. Die pürierten Tomaten, die ich unten in die Auflaufform gemacht habe, die sind jetzt leider bei uns hier so ein bisschen schwarz geworden. Die letzten Male war das nicht. Ich habe aber diesmal auch eine andere Sorte an pürierten Tomaten genommen. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr Flüssigkeit reintun. Passiert halt mal. Ich habe das trotzdem, was in der Mitte noch war, jetzt gerade vermengt, so ein bisschen mit frisch geschnittenem Petersilie noch. Das haben wir hier auf den Teller getan. Das haben wir hier schön auf den Teller getan. Den Rest von der Füllung haben wir hier noch an der Seite liegen. Aber ich werde jetzt trotzdem einfach mal den Deckel hier abnehmen, damit man mal sieht, was da Schönes drin ist. Und schneide das einfach mal hier so ein bisschen auf, damit man mal so ein bisschen was sieht. Sieht geil aus. Ich werde das nicht probieren, weil dann kann ich wieder nicht mehr reden. Ich weiß, dass es super geil schmeckt. Ich hoffe, euch hat unser schnelles Rezept gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen. Habt ihr uns noch nicht abonniert, abonniert uns. Da gibt es noch über 100 andere Videos, die ihr auch noch bei uns gucken könnt. Und habt ihr irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Vorschläge oder irgendwelche Wünsche, was wir mal filmen sollen, einfach unten reinschreiben. Wir lesen das alles durch und kommentieren das natürlich auch. Und ja, dann wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.